Auch wenn ich nicht wichtig bin, keiner ist so wichtig. Dennoch mache ich dieses Video und ich komme gerade von meiner Mutter, meine Schwester als Zeugin dabei. Wie gesagt, wenn man einen Anruf bekommt, ihre Mutter liegt im Sterben, dann nimmt man natürlich an. Und dann meint man nicht, dass eine Dame sitzt und dann Fernsehen guckt. Naja. Also manchmal meine ich auch, es wird suggestiv, manipulativ einem Angehörigen signalisiert, hey Leute, wir haben keinen Bock auf deinen da, die wird wohl sterben, nimm das so hin. So, das nehme ich nicht so hin. Jedenfalls werde ich versuchen, mit allen Mitteln die Mutter wieder aufzupäppeln. Bei meinem Vater hat man das damals auch diagnostiziert und ich habe dann die Betreuung auf mich genommen. Habe 5 Jahre meines Lebens auf Arbeit verzichtet, habe dann wirklich nur die Eltern und mein Vater hatte somit 5 lange Jahre, schöne Jahre, bis dann halt irgendwann mal irgendwas passiert. Die werden ja auch dünner alle, meine Mutter ist auch hauchdünn, die Bilder zeige ich jetzt nicht. Und ich mache dieses Video auch für die Leute, die den Schmerz schon hatten oder vor diesem Schmerz noch stehen. Wenn so ein Mensch geht, den man sehr lieb hat, ja, und wenn das obendrein noch ein netter Mensch ist, kein gruseliger Mensch, böser Mensch, sondern ein netter Mensch ist, und wenn man das auch weiß und kennt und wie gesagt, wenn man über 55 Jahre seine Mutter begleitet hat oder die Mutter hat unser eins begleitet oder man war eine große Familie und jetzt steht jeder für sich alleine und so ein Häuflein Elend liegt dann da im Bett. Jeder kann sich vorstellen, was jetzt mit einem Häuflein Elend gemeint ist. Bei 26 Kilo hat man eher mehr ein Gerüst mit Haut. Ja? Trotzdem sieht es noch lustig aus und ist guter Dinge. Ich weiß auch gar nicht, worum sie ist. Nur, wie gesagt, gerade den Antrag gestellt auf eine zusätzliche Person, dass sie füttert. Meine Schwester ist bereit, meiner Schwester da... ich gehe gleich einkaufen, besorge mir Nupa oder wie das da heißt, was für Babys gut ist, ist auch für alte Menschen gut. Jedenfalls kriegt die verantwortliche Ärztin jetzt auch ein, weil so geht es nicht, werde jetzt ein Verfahren einleiten, dass das mal untersucht wird. Es kann nicht sein, dass Dienstleistungen am Menschen der Dienstleister verdient und der Mensch nichts kriegt. Also in unserem Dienstleistungsbereich hier möchten die Menschen ordentliche Videos haben, ordentliche Sachen haben, ordentliche Bespieler. Die möchten für ihr Geld... In der Dienstleistung, in der wir sind, wollen die ordentliche Ware haben, sonst sind die etwas säuerlich. So, da wollen wir mal drauf hinweisen. So, wenn halt ein Guido Riedel abhaut von der SPD zur AfD, ist das sein Bier. An sich hätte so ein Guido Riedel, deswegen vom Rathaus Essen, hätte an sich selber eine Partei aufmachen müssen sollen. Naja, das ist aber eine andere Sache. Hier geht es halt um diese Geschichte, es geht um meine Mutter. Es geht um mich als Betreuung, es geht um Altenheim, aber es geht hier in diesem Video global. Ich greife jetzt alle Altenheime an, ich werde jetzt einen Ausschuss auffordern, sich alle Altenheime nochmal anzuschauen und nachschauen, ob ein Altenheim nur auf dem Blatt Papier super ist oder ob es den Patienten auch gut oder den Kunden, das sind auch Kunden, gut geht. Jedenfalls, meine Mutter kann kein Butterbrot essen, kann auch kein Süppchen essen und so weiter und so fort. Meine Mutter, also ich werde jetzt einen Antrag schreiben und dann wollen wir mal weitersehen. Wie gesagt, dieses Video soll euch Mut geben, wenn ihr mal in der Situation und ich stehe dazu, ich stehe auch zu meinen Tränen, zu meiner Wut und auch stehe ich dazu, dass ich das bei Facebook mal auf den Weg gebracht habe, weil wir sind doch angeblich soziales Netz. Und dann darf man nicht sagen, ey Leute, mir geht's schlecht. Ja? Also irgendwie verstehe ich euch nicht. Mittlerweile sage ich, ihr die Meute. Ihr seid die Meute. Ihr sucht immer was zum Fressen. So, bin jetzt nicht sauer. Also, wie gesagt, ich habe gerade wunderschöne Momente mit meiner Mutter verlebt, die da in ihrem Bettchen liegt. Und wie gesagt, ich werde alles tun, ich werde jetzt alles tun, dass sie irgendwie auf die Beine kommt. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn sie wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr auf eine Art gut lebt und dann vielleicht durch Schwäche stirbt oder so. Im Moment sehe ich da nichts,
dass sie im Sterben liegt. Also so geht's nicht. Deswegen mache ich das öffentlich und wer zuschaut und dem dieser Beitrag gefällt, wie gesagt, der ist ernst zu nehmen. Das ist kein Spaß, der ist auch nicht ausgedacht. Der ist echt, der ist ernst. Und die Bilder dazu kommen noch, die sind gerade geschossen worden. Ich recherchiere, ich werde einen Antrag stellen an Frau Hannelore Kraft zur Überprüfung da. Und ob ihr das passt oder nicht, das ist mir sowas von egal. Natürlich auch der Gesundheitsministerien oder dem Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen geschrieben. Dafür ist die Ministerin Steffens zuständig. Man kann ja alles googeln. Man kann ja auch wirklich alles googeln. Ich meine, Altenheime wissen wir Bescheid. ZDF ARD hat berichtet, WDR hat berichtet. Ich meine, das, was ich jetzt hier mache, ist nichts Neues, aber wir leben angeblich Industrie 4.0. Wir leben angeblich in einem sozialen Staat. Ich kann nur sagen, ein Altenheim ist ein Bahnhof für den Todesexpress. Ja? Mit Belustigung, damit man gar nicht merkt, dass man abgeschoben wird und tschüss. Ja? Also Altenheime sollte an sich, oder wenn die sich Pflegeheime nennen, nicht Altenheim, sondern Pflegeheim, wo einem gepflegt wird. Und weil da Personal fehlt, wird da nicht gepflegt. Kann kein Altenheim sein. Natürlich habe ich aufgenommen Bilder, wie die Mutter aussieht, wie auch ihre Verletzung. Und darüber kann ich überhaupt nicht lachen, wenn man sich sowas anschaut. Man kann ja mal kurz so einen Schwenk machen, wenn ich gut aufgenommen habe. Ja, Videoplayer, nehmen wir Videoplayer. So, ne? Hey, erzähl mal. Ne, erzähl mal einen Schwank aus seinem Leben, ne? Sie ist ziemlich lustig. Einigermaßen. Ne? Man hat sie reichlich traktiert. Ne? Ist also so aus dem Krankenhaus gekommen. Fehlerhafte Diagnose. Kein Entlassungsbericht. Kein Entlassungsbericht. Die Professoren meinen, man möge ja einen Termin sich geben lassen. Ja, man möge sich einen Termin geben lassen, dann können wir ja mal darüber reden. Meine lieben Freunde, mit mir macht man keine Termine. So geht's nicht. Die Götter in Weiß. Erstens gibt es keine Götter in Weiß. Zweitens gibt es, beziehungsweise Macht korrumpiert, wenn man auf die Macht nicht aufpasst. Mit mir nicht. Ich mache den Lauten, mir ist das egal, wenn ich nur alleine den Lauten mache. Ich lasse es nicht zu, dass eine ältere Dame so viel Böses widerfährt, nur weil kein Personal da ist. Es ist kein Personal da, der andere Nahrung, ja, die gehen ja streng nach dem Plan, ja. Eine Person, die schwach ist, die man gerade gesehen hat, ist die schwach, kann man kein Butterbrot geben. Die braucht Minupa, also Babynahrung, Aufbaunahrung und nicht sowas. Also hier läuft ein Skandal ab und diesen Skandal decke ich auf. Okay, ist meine eigene Mutter, ist richtig. Ich bin aber verpflichtet, andere, denen Schlimmeres passiert ist, viel, viel Schlimmeres passiert ist, darf ich nicht veröffentlichen. Also kann ich nur mich veröffentlichen. Und das pressiert mich. Ja? Meine eigene Mutter pressiert mich. Ich mag meine Mutter und ich sehe nicht ein, dass die jetzt in den Todesexpress einsteigen soll und ich soll noch winken, damit sie in die Ewigkeit verschwindet. Ey, da mache ich nicht mit. Ich mache da nicht mit. Und wenn ihr da mitmacht, seid ihr selber schuld. Ich kann nicht jedem helfen, das ist klar. Das ist immer mein Beruf zu helfen. Ich darf es nur nicht veröffentlichen. Aber in diesem Fall, weil er mich persönlich betrifft, als Filmemacher, als öffentliche Person, der hier mit Filmpool, Komparsen.de und diversen anderen Filmen und Schauspielern zu tun hat und hatte und jedes und immer noch, Foto-Filmproduktion, Copy aus, also eine Öffentlichkeit. Die totale Öffentlichkeit ist hier. Und als totale Öffentlichkeit sehe ich nicht ein, dass ständig gegen die Verfassung von Nordrhein-Westfalen verstoßen wird. Die Verfassung von Nordrhein-Westfalen hat zwar 95 zusätzliche Artikel, die sich aber auf das Grundgesetz aufbauen von 1949 und das wiederum sich aufbaut aus 1948 Menschenrechte. Ja? Artikel 19 und Artikel 5 des Grundgesetzes. Und alles andere. Da liegt auch das Gesundheitliche drin. Und wenn da was versagt, die Gesundheitsreform versagt, die Rentenreform versagt und die Arbeitsreform versagt,
Da oben arbeiten Personen, die sich Minister schimpfen und nicht in der Lage sind, Gesundheit und Medizin und das alles in den Griff zu bekommen, sondern da irgendwelchen Fubak treiben, um Geldkosten irgendwie abzuzweigen für irgendwelche dubiosen Reformen. Also meine lieben Freunde, es ist Kampf angesagt, es ist richtiger Kampf angesagt. Wir haben das politische Jahr, wir haben das Jahr 2017, das Jahr 2017 verändert und wir helfen und ich mache da auch mit. Ich werde versuchen zu helfen. Ich mache dieses Video öffentlich. Ich verweise auf diesen Skandal meiner Mutter hier. Ich kann ja nun mal nicht auf andere verweisen. Das darf ich nicht. Nur wenn jemand sagt, ey komm, hier schau dir mal an, halt die Kamera drauf, hier geht was ab. Na gut, dann können wir. Als Web-TV, Sondersender, NRW-TV, Ultra-HD, Web-TV, natürlich dürfen wir. Wir sind ja freie Presse, lokal für NRW, Stadt Essen. Freie Presse, lokal NRW, Stadt Essen, da wollte ich nur mal gesagt haben. Und als freie Presse lege ich jetzt los. 2017 räume ich persönlich mit auf.